Leute, wenn ihr Bock habt, mit mir mal wieder mit der R3 zu fliegen am Liberty Reservoir, ne, dann Staudamm, diffiziles Fliegen und wieder mit in die Fernbedienung rein, Hashtag Flieg mit Frankie. Und hier gibt es auch ein zweites Video zu, und zwar wie ich das dann zusammenschneide mit Musik und allem drum und dran. Dann schaut euch das Video an und auch das nächste, was dann kommt. So, und jetzt fliegen wir mal ganz entspannt Richtung, guckt mal, Liberty Reservoir. Fertig. Ach, hallo, Bang. Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich bin auf dem Weg, Drohne zu fliegen hier in den USA. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ne? Ich habe die R3 hier am Start, die ich gerade im Verpacken bin. Und ja, das Problem hier ist halt in Washington DC, im Umkreis von 30 bis 60 Meilen geht hier gar nichts. 30 ist absolutes Flugverbot und von 30 bis 60 ist eingeschränktes Flugverbot hier bei den Drohnen. Und ich muss mir natürlich jetzt dann wirklich Spots aussuchen, um mal wieder ein bisschen die R3 hier auszuführen, die ziemlich weit entfernt liegen. Und heute habe ich mir einen Spot ausgesucht in der Nähe von Eldersburg. Und wo wir gerade dabei sind, Spots aussuchen in Deutschland oder in den USA hier oder auch in anderen Ländern, wie gehe ich da vor? Das können wir gerade mal als Thema machen. Also hier in den USA gibt es Apps und in Deutschland gibt es auch Apps. Und ich kann mir mal einen kleinen Screen-Recording hier machen. Moment. So. Wir machen mal ein Screen-Recording und dann zeige ich euch mal, wie ich solche Spots finde. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe hier natürlich meinen Ordner, wo meine ganzen Drohnen-Apps drin sind. Und wenn ich jetzt in Deutschland zum Beispiel fliegen würde, gehen wir mal auf Map to Fly, dann bin ich hier im Bereich ja, Neuwiedmühlheim Kärlich zugange. Und jetzt einfach nur mal so für den als Beispiel, können wir jetzt mal auch als Layer so genau hier das einblenden, denn hier ist der Grufter Waldsee am Start. Und hier seht ihr, so finde ich meine Locations. Ich gucke mir Luftaufnahmen an, ich gucke mir die Drohnenmaps an und ich sehe hier, oh, das ist zwar ein Naturschutzgebiet um den Lacher See rum, ne? Da ist der Lacher See, aber hier um den Grufter Waldsee rum ist nichts. Und das sieht doch ganz interessant aus von oben, ne? Wie so ein blaues Auge. Und da könnte man doch mal fliegen. Ähnlich bin ich jetzt hier vorgegangen. Ich gehe jetzt mal in die App rein. Air Control zum Beispiel, eigentlich ganz einfach. Und da werdet ihr dann auch schon sehen. So, hier ist alles rot. Ne? Ich zoome jetzt mal raus. Der, wo der Punkt ist, ist Washington. Und ihr seht, da drumherum ist alles rot. Ne? Und in dem gelben Kreis würde es dann auch noch so eingeschränkt gehen, aber ich habe mir jetzt mal eine Location rausgesucht, ungefähr 90 Kilometer von Washington entfernt. Und zwar, da sind wir gerade oben aus dem gelben Kreis raus und da sind gar keine Beschränkungen und da ist ein Riesenreservoir, das Liberty Reservoir. Ne? Ein Riesenstausee und das sieht doch von oben schon ziemlich interessant aus. Ne? Da gehen Straßen über das Bach und hier vorne ist ein kleiner Staudamm. Hier ist eine Staumauer, der Liberty Dam. Und genau da, wo dieser Parkplatz ist, da möchte ich hin. Und wenn ich da jetzt mal so drauf tippe, dann seht ihr auch hier unten ist alles im grünen Bereich und da darf
Also grün heißt, dass ich da starten darf. Hier gibt es auch keine Einschränkungen drumherum. Müssen wir mal gucken. Hier gibt es irgendwo so einen kleinen, ja, so ein paar Kleinigkeiten in der Gegend. In Eldersburg so ein paar gelbe eingezeichnete, aber gelb heißt auch nicht unbedingt, dass es verboten ist. Naja, und wie auch immer, so suche ich mir die Sachen aus. Interessant wäre vielleicht auch noch hier da an dem kleinen Lake da zu fliegen. Und hier ist auch noch, Moment, wo haben wir noch was? In der Nähe von Eldersburg haben wir auch noch das Pine Run, den Pine Run Park und das Pine Run Reservoir. Also, da sollte einiges gehen. Das Wetter ist auch so einigermaßen okay. Und wir springen ins Auto rein. Wir werden hier einen Zweiteiler draus machen aus dem Video. Und zwar habe ich euch ja versprochen, dass ich euch mal ein Video mache, wie ich diese Drohnenaufnahmen zusammenschneide. Das heißt also, ich werde euch gleich wieder im gewohnten Stil Hashtag Flieg mit Frankie in die Fernbedienung mit reinnehmen, auch ein bisschen kommentieren, was ich mir dabei denke, wie ich welche Aufnahmen mache, was ich für Aufnahmen brauche, für ein gutes Video zusammenzuschneiden. Und dann wird es einen zweiten Teil geben. Dann werde ich hier am Computer sitzen und mit euch den Drohnenclip mit Musik zusammenschneiden und die verschiedenen Aufnahmen aneinanderreihen, so wie ich mir das denke und so wie es für mich Sinn macht. Das ist dann nicht abschließend, das kann jeder auch anders machen, aber es ist halt mal ein Beispiel für den einen oder anderen, wie man so vorgehen kann, wenn man Drohnenaufnahmen vielleicht ein bisschen knackiger und schöner auch mit der richtigen Musik zusammenschneiden kann. Wie auch immer, wir springen jetzt erstmal ins Auto rein, fahren 90 Kilometer nach Eldersburg und gibt es vielleicht ein paar Fahrtszenen, wenn auch nicht, sonst sehen wir uns gleich direkt an der Location vor Ort und werden dann ein bisschen Drohne fliegen. Ich freue mich. Ja, Freunde des gepflegten Drohnenfliegens, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Hier, ich bin schon auf dem Weg runter zum Liberty Reservoir. Ich kann euch mal drehen. Und da seht ihr, ja, erstens wunderbar grün, blauer Himmel. Gut, ein paar Wolken wären auch geil gewesen. Und ja, hier unten ist dann gleich auch die Staumauer. Und da suche ich mir dann mal ein schönes Plätzchen. So, darüber ist die Staumauer. Und da suche ich mir dann mal ein schönes Plätzchen, von wo ich ganz gemütlich fliegen kann. Das weiß ich, muss ich jetzt mal schauen, wie ich da erstmal ein bisschen Location Scouting betreiben. Ja, hier ist nicht so ideal. Hier ist alles eingezäunt. Allerdings hat mir. Ah, das ist auch super, das sieht super geil aus, Leute. Ich drehe euch mal. Film mal da durch. Moment. Oh, schaut mal. Kann ich reinzoomen? Ne, kann ich hoch und runter. Warte mal, zoom mal. Kurz den Zoom einschalten. So. Das sieht doch sehr, sehr vielversprechend aus.
Aber hier kann ich, guck mal, hier kann ich nicht so gut fliegen. Ich glaube, ich suche da mal einen erhöhteren Punkt, dass ich mich einfach ganz gemütlich irgendwo in die Wiese setze und mal ein bisschen losfliege und mir ein bisschen die Gegend erkunde. So, ich habe mal das Active Track von dem Pocket aktiviert. Ihr seht im Hintergrund das Liberty Reservoir. Was ich natürlich jetzt mache, ist die ganzen Sachen verkabeln, die Sache alles mehr oder weniger vorbereiten, ne? Fernbedienung vorbereiten, dann wird die Fernbedienung, es ist ein bisschen windig heute, da wird die Fernbedienung mit per USB-C mit dem einen Mikrofon hier oben verbunden, den anderen Ton nehmen wir von dem Pocket 3 und dann werden wir auch gleich das Screen Recording starten. Die Drohne habe ich bereits vorbereitet hier, alles soweit fertig. Und dann werden wir noch mal kurz in die Drohneneinstellungen reingucken, ob ich auch alles richtig eingestellt habe. Und ja, und dann geht es auch schon los. Wie gesagt, springen wir mal in die Fernbedienung rein. Ich würde sagen, legen wir mal los. Wir stecken mal das Saramonic USB-C-Mikro da rein, machen die Fernbedienung an, machen auch mal das Dröhnchen an hier. So, und dann werden wir auch ein Screen Recording gleich starten. So, startet, Fernbedienung startet. Boah, es ist ganz schön. Ja, okay, man sieht, man kann so einigermaßen gucken. Ich mache mal ein Screen Recording an. So, Bildschirmaufzeichnung läuft. Die schiebe ich mal hier rüber. Das mache ich mal ein bisschen kleiner hier. Und wir gehen mal in die Einstellungen rein. Ob auch alles so richtig eingestellt ist hier. Wenn wir mal einfach mal Return to Home auf 100 Meter stellen. Also Sicherheit, Hindernisvermeidung umleiten, Bremsen aus, Ausweisoption normal, Radarkarte anzeigen, optimal, Return to Home auf 100 Meter. Okay. So, Startpunkt sollte auch gleich feststehen. 20 Satelliten. Gehen wir nochmal in die Kameraeinstellungen rein. H265, normal, Automatik und Weißabgleich auf 5600, auch gut. Minus 0,7, sollte bei dem sonnigen Wetter klar gehen. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns die Gegend mal an. Wir starten mal die Aufnahme und starten auch mal die Drohne, Moment, so aus der Hand hier. So, Dröhnchen ist gestartet. Komm mal ein bisschen nach rechts, so ein bisschen runter. Dann könnt ihr das Dröhnchen auch sehen. Ja, da kann man ein bisschen vor noch zu mir. Könnt ihr das Dröhnchen auch sehen und ich werde jetzt einfach mal für euch hochfliegen und mir das Ganze, den ganzen Spaß mal aus der Höhe angucken. Also los geht's. Ein bisschen aufpassen, dass wir keine Bäume erwischen und das sieht doch eigentlich schon sehr, sehr gut aus. So 60 Meter sollten erstmal reichen. Gimbal senken und dann würde ich sagen, drehen wir das Teil mal Richtung Staumauer und fliegen mal in die Richtung und gucken uns das mal an. Ja, wie gesagt, es könnte ein bisschen dunkler sein. Vielleicht gehe ich sogar ein bisschen hier in den Schatten rein. Ich werde dann einfach mal den Pocket so aufstellen, dass er mich auch noch weiter verfolgen kann von hinten. So, bin ich ein bisschen im Schatten hier
Und dann sehe ich auch ein bisschen besser. So, mal gucken. Also, wir fliegen mal, fliegen wir noch ein bisschen höher noch. Fliegen wir mal auf 80 Meter. Und dann fliegen wir mal hinten in die Richtung und verschaffen uns mal einen Überblick. Ja, es ist doch einigermaßen windig oben. Wir sind im Normalmodus, würde ich eigentlich, S-Modus, im P-Modus. Sportmodus sind wir nicht, im Normalmodus sind wir drin. Und im Moment steht alles auf Auto. 4K60, ganz wichtig, da ich ja ein bisschen eventuell noch verlangsamen möchte. Jetzt fliegen wir erstmal hinten an das Ende von dem, so mal in die Richtung, dass wir uns den Staudamm mal in Gänze angucken können. So, ab der. Und dann, wisst ihr, die Amerikaner, die interessiert hier gar nichts. Die fragen, wo ist eine Drohne? Und wie gesagt, hier ist aber auch natürlich Drohnenfliegen erlaubt. Und da haben wir das Teil doch schon, da haben wir doch den Staudamm schon in Gänze. Und das sieht doch schon recht gut aus. Ich würde sagen, wir fliegen einmal drüber, so ein bisschen geneigt, sperren auch die Belichtung. Das gefällt mir so ganz gut. Und fliegen mal los und fliegen einfach mal drüber. So, ne? Und da möchte ich jetzt eigentlich einen Shot haben, der einfach mal so über den gesamten Staudamm drüber fliegt. Und dann nachher auch nochmal rückwärts drüber, damit ich dann in der Post mehr oder weniger bestimmen kann, wie die Richtung des Fluges dann, dass ich das dann gut zusammenschneiden kann am Ende des Tages. Ich weiß, mal gucken, habt ihr mich noch drauf hier? Ja, so ein bisschen. Können wir noch ein bisschen drehen. Also noch verfolgt er mich. So, wir sind aber schon über den Staudamm drüber geflogen. Das ist doch schon eine schöne Location hier, würde ich sagen. So, wie gesagt, ich stehe hier im Schatten, damit ich ein bisschen was auf der Fernbedienung hier auch sehe. So. So, und jetzt möchte ich natürlich auch, dasselbe mal in die andere Richtung fliegen. So. So. Noch ein bisschen zurück. Das heißt also, ich fliege jetzt vorwärts auf den Staudamm zu. Ne? Erstmal vorwärts über den Staudamm drüber und fliege nachher nochmal rückwärts über den Staudamm und dann nachher im Schnitt das Bild ja dann nahtlos überblenden zu lassen. So. So machen wir das. Und was ich jetzt meine ist, ich fliege jetzt noch einmal zurück, ein gutes Stück, um dann den Shot, also die Höhe des Shots, dann nachher schön smooth zusammenschneiden zu können. Und natürlich fliege ich auch gleich jetzt nochmal in der Vogelansicht drüber, um dann auch dieses Material zu benutzen. Ne? Ja, das ist halt immer ein bisschen Arbeit, da muss man sich so ein bisschen Gedanken machen, was man filmt. Aber wie gesagt, hier kann man ganz entspannt fliegen. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen nachher an dem Staudamm, weil da will ich schon ein bisschen näher ran. So. Oh, wir sind über 120 Meter, dann gehen wir noch mal ein bisschen runter. So. Und jetzt fliegen wir das Ganze mal. So.
Ja. Jetzt fliegen wir das Ganze mal von oben betrachtet. Wie gesagt, 4K60, dann kann ich auch noch in der Post ein bisschen verlangsamen. So, genau das habe ich mir so vorgestellt, über den Staudamm drüber. Hier muss man natürlich aufpassen, man könnte jetzt rein theoretisch auch den Clip umkehren, aber dann würde das Wasser natürlich rückwärts laufen und das wäre natürlich ein bisschen ja, nicht so ideal. Gut, wir versuchen jetzt mal ein bisschen tiefer zu fliegen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen hier, wie es mit den Bäumen aussieht. Ich muss im Grunde genommen so, da muss ich hin und da muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich da auch dann die Drohne so ein bisschen im Blick habe. Ne? Das heißt also, wir werden die Drohne jetzt mal hier hinholen. Die Drohne ist 200 Meter entfernt und holen die dann mal auf die Höhe des Staudamms. Ja, so sind wir da, sind wir vor der Staudammmauer. Das will ich auch gerade haben. So, jetzt gucken wir mal, dass ich da jetzt keine Probleme kriege. So. Das ist jetzt ein bisschen diffiziler, das ist nicht ganz so einfach. Ich würde da auch lieber noch ein bisschen zurückfliegen. So, weil wir ja im Weitwinkelbereich sind, so. Um dann jetzt sozusagen aus der Horizontalen runter zu fliegen. Da ist sie, also da sehe ich meine Drohne. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nirgendwo gegenfliege. So. Schön langsam. So, da geht sie jetzt runter. Jetzt wäre ich natürlich am liebsten auf der anderen Seite des Staudamms. Aber hier geht jetzt runter. Und ich werde jetzt auch nicht weiter runterfliegen. So, flieg jetzt wieder ganz langsam hoch. Und habe dann eigentlich schon einen ziemlich geilen Shot, würde ich sagen. Wie gesagt, man muss auch nicht zu viel Risiko eingehen. So, nochmal hoch. So, hier wäre es auch nochmal wichtig, dass man so ein bisschen die Belichtung anpasst oder die Belichtung sperrt. So, lassen wir es mal so und dann sperren wir mal die Belichtung und gehen nochmal runter. So. Wie gesagt, kein so großes Risiko. Ich sehe die Drohne von hier, wie sie jetzt unterhalb vom Staudamm verschwindet. Und wir sind schon bei minus 30 Metern. So, jetzt fliege ich leicht hoch. Ich mache das alles noch mit der Weitwinkelkamera, ne? Also nicht mit der Dreifachkamera. Und fliege dann. Ich möchte jetzt ziemlich dicht dann über den Staudamm drüber fliegen. So. Wir sind jetzt auf minus 2 Meter. Wir sind jetzt eigentlich auf meiner Starthöhe hier, das müsste okay sein. Fliegen noch ein bisschen zurück. Auch beim Zurückfliegen müssen wir natürlich jetzt aufpassen. So. Sehr, sehr aufpassen, was da ist, was da hinter mir ist, dass ich nirgendwo gegenfliege. So. Und jetzt, um auch kein Risiko einzugehen, fliege ich jetzt den Shot langsam über den Staudamm drüber. Die Belichtung ist noch gesperrt, das heißt, wir werden da keine Probleme kriegen. Höhe ist auf Starthöhe hier, wo ich jetzt stehe, auf 0 Meter. Das heißt also,
nach Adam Riese und Eva Zwerg müsste ich jetzt so knapp übers Wasser drüber kommen. Und da vorne kommt das Teil auch gerade geflogen. Ja, das sieht gut aus. Da kann ich mit leben. Und dann fliege ich dasselbe jetzt nochmal zurück. Aber wie gesagt, man kann davon gar nicht genug Einstellungen haben. Das Ganze jetzt nochmal zurück. Und das sieht dann schon extrem geil aus. Ne? Ich werde jetzt auch mal ein bisschen Höhe hinzufügen, dass ich jetzt ein bisschen höher komme. Ne? Dass wir so auf 30, 40 Meter gehen. Um das sozusagen als establishing Shot zu haben. Sehr geil. Oh ja, das macht Spaß. Aber das ist nicht ganz trivial. Ne? Also so für einen Anfänger würde ich jetzt das hier so nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? So, was machen wir noch? Wir machen jetzt ein schönes Spotlight. Allerdings gehen wir dafür ein bisschen höher und ein bisschen weiter zurück. Bevor wir dann nachher die Dreifachlinse einsetzen. Ne? Also wir gehen jetzt ein bisschen höher, dass wir auf Nummer sicher sind, 100 Meter. Mit 100 Meter müssen wir safe sein. So, 100 Meter safe. Da werden wir die Belichtung auch nicht sperren. Da werden wir ganz normal belichten. Wir zeichnen den Staudamm als Spotlight ein und fliegen mal so links eine Kurve. Das ist auch immer ein sehr gern genommener Shot, würde ich sagen. So, ja, da hat sich schon gelohnt, glaube ich, hier hin zu fahren. So, einmal links rum. Wie gesagt, wir sind im Normalmodus drin und sind bei Akku 60%. So, und dann dasselbe noch einmal rechts rum. Sonne kommt übrigens da von der Seite, das heißt also, wir haben den Wasserfall um die Uhrzeit noch schön beleuchtet. Das heißt aber, dass das morgens wahrscheinlich ja, oder nachmittags oder abends dann eher ein Problem ist. Das heißt, die Uhrzeit ist jetzt gar nicht so schlecht, wobei ich eigentlich so hartes Licht nicht mag. Und ja, sehr, sehr cool. Wir werden jetzt natürlich mal, wenn ich jetzt den Spotlight geflogen habe, die 70 mm Linse ausprobieren. Denn ich glaube mir, da verspreche ich mir dann halt natürlich auch nochmal ein sehr cooles, ja, so ein cooles Kompressionsbild. So, okay. So, bevor da jetzt irgendwelche hohen Berge kommen, machen wir das Spotlight aus. Gehen. Oder warten wir mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Gehen wir auf die Dreifach-Optik. So, zack. Und fliegen jetzt mal genau dasselbe Spotlight. So. Und das sieht natürlich dann, also das ist natürlich dann auch schon großartig, ne? Wenn ich jetzt hier das jetzt einzeichne, so, dann auf Aufnahme gehe und fliege dann jetzt so eine Kurve hier. Dann habe ich natürlich echt Sicherheitsabstand, aber oh, hier ist ganz schön Wind am Start. Hoffentlich fliegt mir der Pocket gleich nicht um. Aber am Ende des Tages habe ich hier, dann bin ich sehr, sehr nah dran. Ne? Vielleicht fliegen wir dasselbe Manöver wie eben mit der Weitwinkellinse auch nochmal mit der 70 mm Linse. Ne? Sehr, sehr cool. Guckt euch das an. Das ist echt, echt cool. Und ich kann jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mit dem Gimbal nach oben gehen. So, dass ich dann so ein bisschen auch. So. Ja, das ist gut. Da verschwindet der Wasserfall so hinter den Bäumen. Ne? Cool. Coole Mule. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt eigentlich dasselbe geflogen und bin safe, weiß das. Und deswegen kann ich diesen Flug auch machen. So. Jetzt fliegen wir das Ganze nochmal zurück. Wir sind bei 50%, immer im Blick haben. Und versuchen jetzt mal dann
auf der Höhe von 0 Metern wieder da drüber zu fliegen. Das wird natürlich dann mit der Zoom-Kamera ganz cool werden. Beziehungsweise, da traue ich mich gar nicht so weit runter zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich auch nicht tun. Das kann man einfach nicht abschätzen hier. Da müsste man wirklich genau auf dem Damm stehen. Deswegen gehe ich da kein Risiko ein. Also das würde ich euch auch nicht raten. Nicht umfallen, Pocket 3. So, wir sind jetzt, wir machen mal Spotlight aus und gehen so ein bisschen rüber. So. Öffnen mal so ein bisschen. Ja, muss mal gucken, wie weit ich da zurückfliegen kann, ohne dass ich, also ich bin auf 100 Metern, das sollte eigentlich kein Problem sein von Bäumen oder sowas. Ja, hinten hat das Teil ja auch Sensoren, so ist das ja nicht. Und wir gucken mal. So. Wir fliegen ein bisschen nach rechts. Und dann haben wir das Teil genau in der Mitte. So. Vielleicht auch nachher noch ein paar Fotos machen. Ne? Das wäre ja auch nicht so verkehrt. Wir gehen mal ein bisschen mit dem... Nee, wir werden jetzt den Gimbal schwenken. Also wir gehen jetzt, fliegen jetzt drauf zu. Und fliegen dann... So. Über den Damm drüber und werden den Gimbal dann, wenn wir über den Staudamm sind, leicht nach oben ziehen. Das könnte auch ganz cooler Effekt geben. So. Und dann fliegen wir wieder zurück. Und gehen mal kurz auf die Einfachkamera. So, zack. So, Einfachkamera. Gehen wir auch auf... So, fliegen wir ein bisschen nach vorne. Weil ich möchte doch jetzt ein bisschen... noch mal runterfliegen und dann noch mal mit dem Zoom-Effekt arbeiten. So, pass auf. Wenn wir so ungefähr, ich glaube, 100 Meter Distance... Sagen wir mal 100 Meter. So, zack. So. Ich hoffe, dass das jetzt geht, wenn ich jetzt hier runtergehe. Dürfte ich mit der Höhe so um auf 0 Meter wieder gehen. Also ich bin ja noch am Rückwärtsfliegen. Na, 300 Meter ist mir zu weit. Distance. Nee, lass uns mal so 150, 100 Meter machen. Lass uns mal so 150, 100 Meter machen und 40% Akku nicht vergessen. Der Wind scheint da doch ein bisschen reinzuhauen, ne, beim Akku. So, 100 Meter. Jetzt gehen wir runter. Wir filmen alles mit. Wir können alles gebrauchen. Also Leute, immer auf die Aufnahmetaste drücken. Wir können alles gebrauchen und achten auf die Höhe und gucken rüber. Da vorne ist sie. Dann, dass wir auf einer Höhe von, ich sag jetzt mal, so, ja genau, 0 Metern sind. So, gehen ein bisschen zurück. Ja, Wahnsinn. So, und das jetzt, das würde ich jetzt ganz gerne. Ich will aber auch nicht zu weit zurückgehen. 300 Meter, oder? Ja, okay. Jetzt mal die Dreifachlinse ausprobieren. Wow. Ne?
Das alleine kannst du ja eigentlich schon, das kann man auch als Shot machen, indem man einfach mal von unten einfach da stehen bleibt und schwenkt jetzt einfach so von unten nach oben ganz entspannt in einer kleinen Geschwindigkeit. Ja, so. Und dann habe ich auch einen sehr geilen Shot. 36%. Ich würde sagen, dann fliegen wir jetzt noch mal da drüber. So, jetzt sind wir auf dem Level 0 und fliegen jetzt drüber. Und da müssten wir eigentlich locker drüber kommen. Wow, das sind interessante Perspektiven. Bin gespannt. So. So, da fliegt das Teil. Oder da kommt es gerade, weil wir sind ja im Telebereich. Ist immer noch 126 Meter weg und ich bin noch nicht über der Staumauer drüber durch. So. Jetzt bin ich drüber durch. Jetzt auf 1:1, auf die 1er Ansicht gehen. Nee, auf die 1er. So, dann wieder auf Dingens und dann gehen wir nochmal in den nach oben Modus. Bevor wir sie dann gleich reinholen, das Röhnchen, ne? So, wo sind wir? Am Start, wo ist unser. Da bin ich. Da ist unser Tank. So. Haben wir noch Zeit? Nee, wir fliegen jetzt und holen das Teil rein. So, dann gehen wir mal hier rüber. Gut. Jetzt ist es über uns. Um das Teil dann auch runter zu holen. Ah, da haben wir es, genau. So. Dröhnchen kommt. Wird aber auch ein bisschen abgetrieben. Ein bisschen zurückfliegen. Ein bisschen seitlich. Boah, das ist ganz schön am Blasen hier. So. Ja, dann würde ich auch sagen, der erste Teil ist beendet. Komm mal her. Und dann werden wir das Teil landen. Ne? Aufnahme beenden. Und so, ja, Part 1 erledigt. Jetzt werde ich den Akku wechseln und dann fliegen wir vielleicht oben vom Parkplatz noch ein paar Szenen ab. Ja, Freunde der gepflegten Drohnenunterhaltung. Ich bin jetzt noch mal in Akku geflogen hier, bin auch sehr, sehr nah an die Staumauer rangeflogen, habe ein Panorama noch gemacht, bin auch mal ein bisschen weiter weggeflogen und das hat schon wieder Spaß gemacht. Hier allerdings haben wir sehr, sehr starken Wind hier und ich will jetzt mal nicht mein Glück herausfordern. Ich habe ja schon so ein paar Sachen erlebt in meinem Drohnenleben und deswegen wird jetzt die R3 auch wieder eingepackt. Wir fahren mal hinten über die Brücke zurück, vielleicht auf dem Rückweg noch ein paar Shots. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt im Anschluss das Video sehen, die zusammengeschnittenen Szenen mit der Musik und ich denke, da wird einiges dabei sein. Die Bilder vielleicht auch noch und wie das Video denn entstanden ist, wie ich das Drohnenvideo zusammengeschnitten habe, das kommt im nächsten Video. Im nächsten Video werdet ihr dann sehen, da werden wir uns an den Computer sitzen, wie ich die verschiedenen Szenen zusammenschneide, warum ich was gefilmt habe und ja,
am Ende des Tages, wie ich das mit einer schönen Musik unterlege, so wie ich das mache. Vielleicht könnt ihr dabei ein bisschen was mitnehmen. Der ein oder andere hat sich das ja gewünscht. So, wir werden jetzt diesen wunderbaren Ort hier verlassen und mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Also sehr, sehr geil. Eldersburg Liberty Reservoir. Und das ist ein riesen Stausee. Prima. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Hashtag fliegt mit Frankie, weiterempfehlen. Und die üblichen Sachen, ne? Alles aktivieren, alles liken, alles was weiß ich. Macht's gut, haut rein und tschüss.